Zunächst mal ist die Ausbildung in der chemischen Industrie sowieso eine gute und eine interessante Ausbildung. Aber bei UZIN ist die Ausbildung sowohl qualitativ als auch quantitativ hervorragend. Es verändert sich alles permanent. Wir selber verändern uns auch. Aber wir können dem Thema der Aus- und Weiterbildung begegnen. Wir kommen unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung nach. Es ist die Verpflichtung eines Unternehmens, jungen Menschen über eine Ausbildung Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Wir stellen über die Ausbildung qualifizierten Führungsnachwuchs sicher, die wir in den nächsten Jahren in unserem Unternehmen in unterschiedlichsten Positionen einsetzen werden. 25% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseres Unternehmens haben im Unternehmen eine Ausbildung durchlaufen. Da sind auch sehr, sehr viele Führungspositionen besetzt. Wir bilden am Standort Ulm bei der UZIN Rutz AG und auch am Standort Wolf insgesamt 24 Auszubildende derzeit aus. Wir haben eine Ausbildungsquote von derzeit 6%. Also das ist hier in der Region eine Top-Adresse auf jeden Fall als Firma, eine Aktiengesellschaft, was natürlich auch sehr positiv ist. In der Realschule, da hat mich Chemie und Physik und so Mathematik schon immer interessiert. Und dann habe ich einfach mal bei Google Chemie eingegeben und dann kamen verschiedene Berufe. Und dann habe ich 2008, also da war ich in der 9. Klasse, ein Praktikum hier gemacht, eine Woche. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich dann beworben habe nach der Realschule. Und es hat sich bestätigt. UZIN ist ein Vorzeigebetrieb, was die berufliche Ausbildung angeht. Zwar qualitativ als auch quantitativ.